Hallo ihr Lieben, in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Fenster Integral als Grenzwert einer Summe von Produkten. Dafür solltest du wissen, wie man das Rotationsvolumen einer Funktion näherungsweise berechnet und wie man die Untersumme eines Rotationsvolumens bildet. Das Ziel dieses Videos ist es, eine Formel zur Berechnung des Rotationsvolumens einer Funktion herzuleiten. Fangen wir an. Wir fangen zunächst damit an, die Fläche unter einer Kurve herzuleiten. Indem wir wieder die Untersumme bilden, wissen wir, der Flächeninhalt eines dieser Rechtecke ist Ri ist gleich f von xi mal Delta x. Summieren wir diese jetzt alle auf, dann erhalten wir an ist gleich R1 plus R2 plus und so weiter plus Rn. Und eingesetzt ergibt das f von x1 mal Delta x plus f von x2 mal Delta x und so weiter plus f von xn mal Delta x. Kompakt können wir schreiben, die Gesamtfläche ist die Summe von i ist gleich 1 bis n von f von xi mal Delta x. Bilden wir jetzt den Limes mit n gegen unendlich, dann wird die Anzahl der Rechtecke immer größer und die Breite der Rechtecke immer kleiner. Und im Unendlichen, wenn wir den Limes wirklich bilden, erhalten wir das Integral von a bis b von f von x dx. Das heißt, der Grenzwert und damit auch der Flächeninhalt unter dieser Kurve lautet a ist gleich das Integral von a bis b von f von x dx. Gehen wir jetzt weiter. Jetzt wollen wir eine Formel für das Rotationsvolumen herleiten. Dazu gehen wir ganz analog vor. Also wir wissen, eines dieser Zylinder, das Volumen eines dieser Zylinder lautet Vi ist gleich f von xi zum Quadrat mal pi mal Delta x. Die Aufgabe an dich, versuche jetzt selber diese Formel herzuleiten. Gehe dabei ganz analog zu dem vorigen Beispiel vor. Pausiere dafür das Video. Okay, also, wie gehen wir jetzt vor? Wir summieren jetzt alle Volumina dieser Drehzylinder auf. Das heißt, wir erhalten groß Vn ist gleich V1 plus V2 plus etc. plus Vn. Setzen wir ein, erhalten wir f von x1 zum Quadrat mal Pi mal Delta x plus f von x2 zum Quadrat mal Pi mal Delta x etc. plus f von xn zum Quadrat mal Pi mal Delta x. Kompakt können wir sagen, das Gesamtvolumen ist die Summe von i ist gleich 1 bis n von f von xi zum Quadrat mal Pi mal Delta x. Bilden wir jetzt wieder den Limes von n gegen unendlich, dann werden die Höhen dieser Zylinder immer kleiner und wir erhalten immer mehr Zylinder. Bilden wir jetzt tatsächlich diesen Limes, dann erhalten wir das Integral von a nach b von f von x zum Quadrat mal pi mal Delta x. Mal dx, Entschuldigung. Das heißt, wir erhalten das tatsächliche Volumen dieses Rotationskörpers und das lautet v ist gleich das Integral von a nach b von f von x zum Quadrat mal pi mal dx. Und damit haben wir jetzt auch schon eine Formel für das Rotationsvolumen gefunden. Damit sind wir auch fertig. Bis zum nächsten Mal.